Besser könnte es gar nicht sein. Beim Familienfest am Schottenhof gibt es strahlenden Sonnenschein, zufriedene Gäste und ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Bei der Vorführung präsentieren die Therapietiere und ihre Betreuerinnen wieder, was sie während des Semesters trainiert haben. Ein ganz besonderer Star ist diesmal die schlaue Henne Lieselotte. Während sich die einen auf den Sattel schwingen, basteln die anderen ihre eigenen Steckenpferde mit mehr oder weniger Hilfe ihrer Eltern. Wie es mit den Reaktions- und Koordinationsfähigkeiten steht, kann man bei den Outdoor-Aktivitäten unter Beweis stellen. Die Volley-Station ist auch für die älteren Jahrgänge eine Herausforderung. Beim Balancieren auf der Slackline kann man sich auch noch auf die Stütze der Eltern verlassen. An diesem sonnigen Tag würden die Bienen gerne draußen von Blume zu Blume fliegen. Doch heute dienen sie im Bienenstock zu Lehrzwecken. Hautnah kann man die fleißigen Insekten bei ihrem wilden Treiben beobachten. Was sind hier die Größen? Das ist eine Drohne, eine männliche Biene. Und wer sich selber gerne rumtreibt, der kann bei der Rätselrallye viele Stationen mit kniffligen Fragen durchlaufen. Hier und unten steht dann, wo es weitergeht, und wenn ihr den Fragebogen voll habt, kommt es wieder zu mir. Als erste Station ist B richtig, dann müssen wir B so einen, machst du so einen Kreis machen. Ist die Ziege zum Beispiel gar ein Raubtier? Raubtiere? Eine Ziege? Tut die andere Tiere jagen? Ziegen sind Raubtiere. Okay? Als Hauptattraktion hat sich das Schottenhof-Team eine Geschichte von gestohlenen und wahren Schätzen ausgedacht. Ich freue mich über die vielen Besucher, die heute zu unserem Familienfest auf dem Schottenhof gekommen sind. Und wir haben da ein prachtvolles Wetter heute noch dazu bekommen. Und mit dem Familienfest und da ganz besonders mit unserer kleinen Showgeschichte, nämlich von gestohlenen und wahren Schätzen, wollen wir uns nochmal bei allen Spendern ganz herzlich bedanken. Nämlich nach unserem Missgeschick, da unsere Sattelkammer ganz ausgeräumt worden ist, ist das nochmal so zum Dankesagen für die vielen, vielen Spender und Unterstützer, die uns da ja, unter die Arme gegriffen haben. Bäume biegen sich ächzend im Sturm, als böse Gestalten in den Schottenhof eindringen. Sie schleichen lautlos wie finstere Schatten durch den Stall und stehlen alles, was sie tragen können.
Die Sattelkammer ist wieder gefüllt und die Einnahmen der Benefizveranstaltung kommen den Therapieprojekten zugute. Am Nachmittag werden Pflanzen aus dem Wald gesammelt. Brennnessel, Labkraut, Beifuß und mehr. Bei der Kräuterwanderung erfährt man, welche Pflanzen man essen darf und wie man sie zubereitet. Im Frühling und im Frühsommer ist es das Blatt. Dann ist es die Frucht, wenn sie eine Frucht hat, oder bei der Brennnessel im Herbst der Samen. Die schmecken auch gut. Man kann sie anrösten, es schmeckt ein bisschen wie Buchweizen. Also man kann sie über einen Salat drüber streuen, man kann sie anrösten. Nein. Brennen? Alle brennen? Nein, es brennen alle. Ja. Danach werden die Kräuter verarbeitet und als schmackhafte Smoothies verkostet. Ein gelungenes Fest für die ganze Familie mit rosigen Aussichten auf einen schönen Sommer. Hey.